Gut, Wilder da, dann geht's weiter. Achter, willst du es vorlesen? 8. Dezember 1942, 14.45 Uhr. Stalingrad. Schnee, minus 28 Grad. Versuch Celsius. Mal mit dem russischen Akzent, bisher Pole. Wir haben an einem Vorratslager gestoppt und stocken unsere Munition und sonstiger Güter auf. Bevor wir Verrückte. Was? Bevor wir vorrücken. Ach so! Bevor wir vorrücken und unseren Genossen am Bahnende unter die Arme greifen wollen. Das Bahngebäude an der Station Nummer 1 ist momentan in der Hand der Deutschen. Leutnant Wolski sagt, dass es innerhalb der letzten 6 Wochen 12-mal die Seite gewechselt hat. Der sicherste Weg dorthin dürfte sicherlich durch eine Pipeline führen. Allerdings nur so lange, wie die Deutschen nicht wissen, dass wir da sind. Darin. Freie Basil, erster Kostner. Ja, ist egal. So, die Pipeline. Ach ja, ich habe übrigens wieder einen Gast. Ja. Okay, Genossen, den Fuffer. Gehen wir. Yeah, ich habe meine Superwaffe, yeah. Der jetzt auf YouTube The Fuffer heißt. Yay. Und nicht mal dieses behinderte Jamaikan. Kurzer Moment. Okay. Ich kann nicht in der Pipeline aufstehen, sonst stoße ich mir den Kopf, egal. Instant Death. Ja. Hey, der heißt Nikolai. Nikolai Tikhonov. Oh, hi. Schön. Ja. Das war gemein. Ganz geil. Ja. Nein! Oh, von hinten. Nee, durch die Pipeline. So, ich dachte jetzt von hinten. Eigentlich wäre ich der Einzige gewesen, der nicht gestorben wäre. Keine Ahnung, warum ich jetzt gestorben bin. Ich bleib mal ein bisschen weiter hinten. Wow, Schlamm. Sind die nicht eigentlich auch Feinde? Weiß ich nicht, jedenfalls liebe ich Russland. Ich auch. Ist mein Heimatland. Nein. Eigentlich ja nicht, aber mein Heimatland ist sehr, wird sehr oft verwechselt damit. Wer es erratet, der ist toll und kann ich hab's eben auch gesagt, weißt du? Echt? Scheiße. Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ja, ich kann da nicht raus. Wäre auch zu langweilig, wenn du die Mission einfacher machen könntest. Für ein Kollektiv. Es ist echt mies zu sehen, wie Kameraden von dir, ja, erschossen werden. Tja. Scheiße. Nicht so offensiv vorgehen. Au. Hört auf, mich anzuschießen, ihr Bastarde. Hier könnte man raus, aber dann stirbt man. Nein! Super. Wow. Ich nehme einfach. Ich glaube, wir wollen hier ein festes Fenster einbauen. Alter. Tja. Ein Fenster wäre ganz gut. Hallo, hallo, Nigga. Nein. Ja, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Weil ich habe Call of Duty 2 nicht mitverfolgt. Mission schaffen. Super. Ja. Ist halt die Wahrheit, ne? So, hier gilt dasselbe wie hinten. Wenn man hier rausgeht, ist man dort. Wie, das heißt, du musst die ganze Zeit in dieser Röhre bleiben? Ja, nicht ganz zur Mission, aber fast. Kommt hin. Oh. Wow, warum sind die jetzt tot? Oh, die sind abgehauen. Okay. Oh, hier lang. Was steht da? Kannst du es lesen? Was steht da? Warte, vielleicht kann ich das lesen. Ja. Nein. Okay. So gut. Hier steht auch noch was. Steht da. Steht dasselbe. Fail. Nur spiegelverkehrt.
So, hier kann man sich auch nochmal töten. Headshot. Denkmal der Stadt. Warum labern wir uns immer ins Wort? Was soll da stehen? Hier lang? Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da sind irgendwie Anweisungen von denen da lang und so weiter. Ja. Oh oh. Die Röhre sieht aus wie ein überdimensionales Arschloch. Das ergibt Sinn, die Position, oder? Nein. Man muss die eigentlich gar nicht töten. Warum machst du es dann? Ja, weil es Spaß macht. Das ist eigentlich regelrechte Munitionsverschwendung. Ja, egal. So! Endlich raus aus dem... Wir haben es aus dem schwulen Arsch rausgeschafft. Wir sind Lemmywings. Lol. Wer Lemmywings nicht kennt, hat was verpasst. Healing PPSHs. Und yay, haben wir unsere Munition wieder. Leider nicht für die Waffe, ja, aber egal. Oh je, Knabber am Draht. Was? Ja. So, das ist... Ah, oh. Eine Sniper. Ja, ein Gewehr 43 mit Zielfernrohr war das. Ein Sniper-Gewehr. Ey. Muss ich hier jetzt lang kriechen, aber... Krieche, wie du noch nie gekrochen bist! Lol. Hallo. Fail. Oh, oh, Headshot. Da. Man kann so wenig erkennen hier. Die Deutschen haben aber auch tolle Uniformen an hier. Schneeweiß. Im Schnee. Passt super. Warum haben wir sowas nicht an? Völlig unlogisch. Vielleicht hätten wir den Krieg gewonnen, wenn wir es angehabt hätten. Also, warum hier? Das ist ein Deutscher. Weiß. Das hätte jetzt gar... Das hat jetzt gar keinen Sinn ergeben. Ich weiß. Weil wenn du sagst wir, dann... Es sind eigentlich die Russen gemeint von dir, aber eigentlich sind es ja die Deutschen, wenn du dir sagst. Natürlich. Aber deine Frage war sehr gut. Warum haben die eigentlich auch keine weißen Anzüge? Hallo. Ich weiß warum. Die brauchen das einfach nicht, denn das sind russische Supersoldaten. Ja, das sind super geile Homos. Ey, nichts gegen Russen. Nein, nichts gegen Russen. Russen sind cool. Wieso hast du auf mich geschossen, bevor du wusstest, dass ich da überhaupt hinkomme? Cheater! Der Computer hat Wallhack drin. Ja, genau. Hat auch Veteran ja wirklich. Ich hab nur Modern Warfare 2 auf Veteran gezockt. Ich hab nur Modern Warfare 1 auf Veteran gezockt. Das war so scheiß Horror, Alter. Ja, Modern Warfare 2 genauso. Ich hab sogar aufgenommen. Oh, muss ich angucken. Mein erstes abgeschlossenes LP, das war so scheiße. Ich würde es mir nicht angucken, ich höre mich da so scheiße an, ich bin tot. Headshot, nein. Nein. Niemals in der Geschichte des Krieges schon denn so viel. Was? Warum starte ich nicht direkt am Anfang des Levels? Ja, freu dich doch. Sehr viel weiter wäre es nicht weg. Warum? Du bist gleich wieder an der Stelle. Was? Hey. Nicht schießen. Schießen ist böse, weißt? Wenn mir noch einer schreibt, ich soll, wenn es noch einen Krieg gibt, niemals Soldat werden, dann block ich den, weißt? Warum? Ja, hat mir einer geschrieben. Dass du nie Soldat werden sollst. Nee. Nie Sanitäter oder Scharfschütze oder so. Sinnlos. Ja, weil Sanitäter, Sanitäter habe ich überhaupt keine Ahnung, was er damit meinen könnte. Man kann hier gar... Hä?
Warum sollte ich keinen Sensei im echten Leben oder in einem Spiel? Ja, meinte der im echten Leben. Also fürs echte Leben. Also kannst dich geehrt fühlen oder auch beleidigt oder ist mir scheißegal, wie du dich fühlst. Na, ich bin sowieso zur Bundeswehr, wenn ich 18 bin. Echt? Ja, erstmal Grundausbildung. Bist du sicher, dass du das tun willst? Ich bleib lieber bei Spielen. Nee, also ich will wirklich die Bundeswehr Grundausbildung abschließen, weil das ist einfach mal ein Erlebnis fürs Leben. Echt jetzt? Ja, ich kenne ja auch die Leute, die das... Also ich kenne Leute, die die Grundausbildung gemacht haben, und ich kenne Leute, die das nicht gemacht haben. Und viele bereuen es.